Failure is not an option on this mission. Lock and load. Das war aber ein wenig herzliches Willkommen auf dem Planeten EDN 3, dem Schauplatz von Lost Planet 2, der Fortsetzung von Capcoms Actionspiel Lost Planet Extreme Conditions aus dem Jahre 2007. Doch Moment mal, das soll EDN 3 aus Lost Planet 1 sein? Das war doch dieser komplett vereiste Planet, auf dem die Menschheit verzweifelt versucht, eine Kolonie zu errichten und es dabei mit den außerirdischen Akriten zu tun bekommen hat. Das ist richtig, doch die Ereignisse von Lost Planet 2 spielen 10 Jahre nach dem im ersten Teil. Und wie auf der echten Erde hat es die Menschheit geschafft, das Klima ordentlich anzuheizen. Und so gibt es auf dem Planeten nun alle möglichen Klimazonen. Ob jetzt im tropischen Dschungel, in der staubtrockenen Wüste, in kargen Felslandschaften oder sogar im Weltall, das Leveldesign ist jetzt nun deutlich mehr um Abwechslung bemüht. Auch das Missionsdesign hat sich komplett geändert, denn wie Sie sehen können, sind Sie nun mit 3 Teamkollegen unterwegs. Diese tragen allerdings keine echten Namen, sondern fiktive Gamer-Namen wie in einem Multiplayer-Spiel. Das liegt daran, dass Lost Planet 2 im Wesentlichen als Koop-Titel angelegt ist. Sie sollen die Kampagne also im Idealfall mit bis zu 3 Freunden erleben. Haben Sie diese nicht zur Hand, übernimmt die KI Ihre Teamkollegen. Zusammen erledigen sie dann Missionsziele, die sie eigentlich vor allem aus Mehrspielerpartien kennen sollten. So sind sie meistens damit beschäftigt, Kontrollpunkte zu erobern und diese dann danach zu halten. Spielen sie dabei aber nicht mit ihren Freunden, sondern mit der KI, haben sie ein echtes Problem, denn die KI stellt sich alles andere als clever an. Hier spannen wir zum Beispiel für unsere Kollegen ein Schutzschild auf, das sie vor Beschuss schützen soll. Doch unsere KI-Partner wissen das wenig zu schätzen und laufen lieber ins feindliche Feuer hinein. In den gewöhnlichen Ballerpassagen stellt es meistens noch kein großes Problem dar. Allerdings gibt es auch Phasen im Spiel, wo sie auf echtes Teamwork angewiesen sind, wie zum Beispiel bei den Bosskämpfen gegen die riesigen Akritengegner. Und wenn wir riesig sagen, dann meinen wir auch riesig. Diese spektakulären Kämpfe gehören zweifelsohne zu den Highlights in Lost Planet 2. Allerdings wirklich nur, wenn sie mit ihren Freunden spielen, denn durch das mangelnde Teamwork mit der KI geraten diese Kämpfe unnötig langwierig, wenn sie alleine spielen. Da der Mehrspielerteil aber für die Videoaufzeichnung noch nicht zur Verfügung stand, müssen sie sich hier mit einer vergeblichen Einzelaktion begnügen. Die Story zu Lost Planet 2 ist insgesamt wirr und relativ dünn geraten, also vergessen wir die am besten gleich. Für viel spielerische Abwechslung sorgen aber wie im ersten Teil schon die Vital Suits, die sogenannten VSs. Mit diesen schwer bewaffneten und Mech-ähnlichen Körperpanzern können sie knifflige Situationen leichter lösen. Allerdings bleibt bei ihnen als Solospieler wie gehabt sämtliche Arbeit hängen, da ihre Kollegen auch dann nicht in ein VS einsteigen, wenn mehrere davon zur Verfügung stehen. Dabei sind diese Dinger wirklich nützlich, wenn es gegen die Kategorie 5 Akriden geht. Wie zum Beispiel dieses Prachtexemplar hier, das es sich mitten in einem Bahnhofsviertel in einer belebten Stadt gemütlich gemacht hat. Aber auch ein VS hält nicht ewig und so müssen wir am Ende schließlich zu Fuß den Garaus machen. Wenn Sie übrigens über eine aktuelle DirectX 11 Grafikkarte verfügen, profitieren Sie von zusätzlichen Effekten, die vor allem die Akriten noch deutlich schöner schimmern lassen. Hier sehen Sie allerdings die noch immer sehr ansehnliche DirectX 9 Version für alle anderen Spiele. Die Sache ist ganz einfach. Wenn Sie Lost Planet 2 im Solo-Modus spielen wollen, dann würde ich Ihnen eher davon abraten, weil die KI Sie einfach zur Weißglut treibt. Wenn Sie aber wissen, dass Sie mit 2 oder 3 Freunden das Spiel angehen werden, dann kann ich Ihnen dazu raten, weil in Sachen Koop gibt es derzeit nicht so viele Alternativen.